Für Makedonien wird jetzt ein jahrhundertealter Traum wahr. Der Traum von einem eigenständigen Staat. Ein Volk mit einer eigenen Kultur, einer eigenen Sprache, einer eigenen Geschichte. Ein solches Volk muss selbstbestimmt eigenständig leben dürfen. Unsere Väter und Großväter kämpften für diese Ideale. Wir brauchen nur bis 1903 zurückzugehen. Damals hatten wir eine Republik, die nur 10 Tage alt wurde. Aber das Volk hat die Ideale von damals nicht vergessen. Deshalb soll niemand behaupten, der Gedanke an Unabhängigkeit sei neu. Nein, nein, er bewegt die Menschen seit langem. Von 1903 bis heute sind viele Jahre vergangen. Die Unabhängigkeit ließ sich nicht aufhalten. Sie musste kommen. Dennoch war das ehemalige Jugoslawien gut für uns alle. Serben, Kroaten, Slowenen, Makedonier und Bosnier. Wir alle lebten gut. Und auch jene Nationen, die sonst noch hier wohnen. Albaner, Rumänen, Bulgaren, Roma und die anderen, die es noch gibt. Nun sind wir durch den Hass wirtschaftliche Not geraten. Wir sind abgeschlossen vom Norden und vom Süden. 24 Millionen Menschen in Jugoslawien müssen diesen leidvollen Weg gehen. Und das an 4-5 Hitzköpfen. Die drei alten Männer arbeiteten als Postbeamter und Kellner in Ohrid, einer der schönsten Städte des Balkans.